Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Diesmal möchte ich über zwei Sachen sprechen. Das eine ist Game Hypes, also Hypes, Hype Trains. Das ganze Thema Aufbauschung von Spielen. Und warum möchte ich darüber sprechen? Zwar gab es die Tage eine Nachricht, dass 90% der Spieler von No Man's Sky geringer sind als zu Release. Teilweise ein Drittel so viel Spieler gleichzeitig online sind wie bei Skyrim, was es jetzt, sag ich mal, seit 5 Jahren gibt, ja. Und das finde ich schon eine recht beeindruckende Zahl, und da kann man sich ja fragen, okay, wie kommt das zustande? Und das Game gab es ja einen riesigen Hype. Und ich denke einfach, dass viele das Spiel gekauft haben, ohne tatsächlich ja, Verwendung für das Spiel zu haben, beziehungsweise ein Spieler für das Spiel zu sein. Das ist prinzipiell eigentlich auch schon die Kernaussage, aber es gibt es heute bei jedem Game eigentlich, diese Phänomene, diese Hype-Phänomene, und das nervt mich ein bisschen, dieses ganze Hype um Spiele. Ich meine, das ist eine tolle Freizeitbeschäftigung. Ich liebe es zu spielen. Aber woran ich keinen Spaß habe, sind halt diese Medienhypes. Ja, das geht mir einfach auf den Sack. Und vor allen Dingen ist es ja auch so, dass man sich selber hypen lässt. Ich denke mal, jeder hat schon mal ein Spiel gekauft, wo er total auf dem Trip war. Boah, das muss so geil sein. Und ich brauche das unbedingt. Guck dir das an. Wie ist das? Die Grafik und das Spiel und wie hot. Und ich mache es jetzt mal einfach exemplarisch am Beispiel von No Man's Sky. Riesige Welten erkunden, jeder Planet ist anders, und man muss sich einfach heutzutage bewusst sein, was das Marketing ist, also ein Teil der Aussagen. Und wenn man irgendwann entwickelt, man finde ich auch ein Gespür dafür, okay, was könnte jetzt daran wahr sein? Wie viel Wahrheitsgehalt steckt da drin? Und wie viel Blödsinn, beziehungsweise ist aus den Fingern gezogen oder einfach so formuliert, dass es Spielräume lässt, das Spiel aber relativ positiv dastehen lassen soll. Und teilweise wird auch glatt gelogen. Also nehmen wir bei No Man's Sky, da gab es die Aussage, dass man sich treffen können wird. Und es haben sich welche getroffen. Und dann geht das nicht. Da habe ich natürlich mit einem Freund auch drüber gequatscht. Das ist einfach eigentlich knallharter Betrug. Ja, wenn ich dir was verkaufe und sage, das bringt die und die Eigenschaft mit, und dann ist das nachher nicht an dem, dann ist das einfach mal arglistige Täuschung des Käufers. Und das ist so eine Sache, die geht überhaupt nicht, aber bei No Man's Sky fand ich, war das stellenweise schnapp zu sehen. Ich will nicht sagen, dass das ein schlechtes Spiel ist, weil ich denke, wenn man der richtige Spieler dafür ist, dann kann einem das durchaus Spaß bereiten. Ja? Was aber so ein Indiz da für mich war, oder für mich schon immer ist, ist zum Beispiel, wenn Spielemagazine keine Testversion vor Release bekommen. Das würde mich immer schon mal stutzig machen. Ja? Warum ist das denn so? Warum macht das ein Spielehersteller, wenn er weiß, er hat ein gutes Produkt, was astrein ist? Wieso gibt er das dann vorher nicht den Magazinen? Dann können die Magazine das antesten, können es gut bewerten und das Spiel wird sich gut verkaufen. Also, ihr wisst schon, was ich meine. Ja. Da muss man einfach, ich empfehle das, dass man einfach auf sich selber hört. Also ich habe da so ein bisschen, ja, mittlerweile für mich selbst erkannt, was brauche ich unbedingt und wo warte ich erstmal ab, weil ich es nicht unbedingt brauche. Ich habe 70 Spiele in meiner Bibliothek und spiele eigentlich 3 bis 4. Ich spiele The Witcher, Dying Light, GTA momentan. iGames. Dann habe ich auch den ein oder anderen guten Indie-Titel, den ich kaufe auch manchmal Indie-Titel oder kleinere Spiele, wo ich sage, okay, da steckt eine geile Idee hin und weiß, die sind gut zu Release, einfach um die zu unterstützen. Ja.
Aber kauft doch nicht jeden 60-Euro-Titel, hört auf mit Spiele vorzubestellen. Und wartet auch mal 2 Tage ab. Weil No Man's Sky, ja, das war so schnell, dass das verpufft, ja, wenn er 3 Tage gewartet hat. Der wusste eindeutig, auch bei Facebook oder so, wenn man sich da umguckt oder so, haben ganz klar viele gesagt, okay, ich bin enttäuscht. Ein Teil hat gesagt, okay, ich bin damit sehr zufrieden. Aber man wusste 3 Tage nach Release, ich kämpfe, viel, viel mehr, woran man ist, ja, als zu Release selbst, wo alle auf dem Hype-Train ganz vorne sitzen. Und Thomas die Lokomotive spielen. Ja. So, und ich persönlich lasse mich da nicht mehr hypen. Es gibt Spiele, auf die freue ich mich. Wo man auch weiß, man kann nichts verkehrt machen. Ja, gibt's ja auch bei einem Battlefield. Weiß ich persönlich, okay, das wird mich nicht enttäuschen. Da gefällt mir die DLC-Politik. Aber ich weiß, ich bekomme da was, was mir auf jeden Fall gefällt. Selbst da bestelle ich nicht mal das Spiel vor. Dann kaufe ich mir das zu Release, wenn es released worden ist. Oder vielleicht einen Tag vorher. Ja. Ich kaufe das irgendwo, lade es runter, sodass ich zu Release spielen kann. Aber ich bestelle doch nicht Monate vorher ein Game vor. Warum? Welchen Sinn soll das machen, außer dass der Hersteller weiß, okay, ich habe da schon so und so viele Leute im Sack. Hab schon mal Geld sicher. Ja? Wenn die davon 1 Million Deppen schon haben, dann brauchen die sich ja bei ihrem Game gar keine Mühe mehr geben. Dann wissen wir, okay, so und so viele Dinger liefern wir zur Release schon aus, Geld ist sicher. Warum sollen wir uns jetzt noch hier dumm und dämlich arbeiten? Wenn wir die mal rasch fertig machen können. Zeit zu sterben. So, zweites Thema, über das ich reden will, sind DLCs und sowas. Season Pässe, der ganze Day One Scheiß, der mir da auf die Nerven geht. Also wie gesagt, vorbestellen sowieso nicht. Gibt es überhaupt keinen Grund, warum man ein Spiel vorbestellen sollte. Auch dieser ganze Zusatz-Content, Kostüm oder so, da gebe ich jetzt ehrlich gesagt einen Fick drauf, ja. Nur wegen und so ein Scheiß ein Spiel vorzubestellen. Selbst wenn es mehr wäre, würde ich es nicht machen. Nächste Ding sind halt so die Season Pass oder so. Ich habe einmal bis jetzt einen Season Pass gekauft. Das ist einmal hier für Witcher, einmal für Dying Light und für Battlefield 4 habe ich bis jetzt Premium erworben. Dying Light kam ich 25 Euro, da waren alle DLCs plus The Following mit drin. Und bei The Witcher habe ich beide Add-ons für 25 Euro bekommen. 50 Euro Premium habe ich damals bezahlt. Werde ich auch dieses Mal wieder machen. Habe ich 20 Maps für gekriegt. Und der ganze andere Scheiß interessiert mich gar nicht. Ja. Mich interessieren da nur die Karten bei Battlefield. Und ich finde es prinzipiell scheiße, weil A, spalte ich die Spielerschaft in zwei Teile. Ja? Es gibt dann immer welche mit Premium und es gibt immer welche mit Originalkarten. Ja, man hat es bei Battlefield 4, dass dann einzelne DLCs gar nicht mehr gespielt werden. Ja? Dann ist es bei 90% der Spiele sowieso so, dass viel zu wenig Inhalt drin steckt. Bei den Season Passes, ja. Ich bezahle dann ein halbes Game und krieg teilweise einen Scheiß, Alter. Und Entschuldigung. Und dann versuchen sie auch immer einen abzuziehen. Ja. Das ist jetzt so eine Sache, die mich bei Battlefield schon wieder richtig aufregt, ja. Bei Battlefield 4 habe ich für 50 Euro noch 20 Karten gekriegt. Das kriege ich bei Battlefield 1. Kriege ich für dasselbe Geld, für 50 Euro, kriege ich nur noch 16 Karten. Ja, und die machen immer so schleichende Prozesse, dass ich bei Battlefield, beim nächsten Battlefield, kriege ich noch 12 oder 10 Karten für 50 Euro zusätzlich.
Das ist doch. Die ziehen die Leute einfach nur ab, ja. Mir wäre viel lieber eine Alternative jetzt mal dazu, zu dem Ganzen. Und die sagen, ey, okay, wir haben hier eine total hochwertige Produktion. Das kostet uns jede Menge Geld, so ein Spiel zu entwickeln, und die 60 Euro reichen nicht mehr. Wir nehmen 80 Euro von dir, lieber Kunde. Oder 90. Ist mir auch egal. Und dafür kriegst du den gesamten Content. Ja, dafür gibt es dann keinen Season Pass oder so, sondern die 16 Karten, die ich jetzt per DLC nachgereicht kriege, die sind dann einfach mit drin. Und sollen sie das Game halt teurer machen und dafür diese Season Pass scheiße weglassen, wenn es denen ums Finanzielle geht. Das ist so meine Einstellung dazu, aber prinzipiell, ich kaufe wirklich bei sehr, sehr ausgewählt. Ich kaufe meine Spiele schon ausgewählt und noch viel ausgewählter kaufe ich irgendwelche Zusatzinhalte. Und das würde ich auch jedem von euch raten. Alle meckern darüber. Und der einzige Weg, wie man darüber, wie man darüber bestimmen kann, mitbestimmen kann, das beeinflussen kann, ist einfach mal das Portemonnaie. Weil eine andere Sprache verstehen die nicht. Die gucken auch ins Internet rein. Und denken sich, ja, die Affen schreiben sie überall, dass es ihnen nicht gefällt. Letzten Endes kaufen es trotzdem genug Leute. Und das ist das Problem. Also die BCG Hammer, die zieht auf jeden Fall deutlich mehr Charaktere als im normalen Spiel. Überlegt euch ganz genau, was ihr macht, was ihr von eurem Geld kauft. Ich habe auch Spiele, wo ich nicht drum rumkomme, wo ich weiß, damit habe ich hunderte Stunden Spaß. Battlefield 4. Battlefield 4 habe ich 100 Stunden, weit über mehrere hundert Stunden gespielt. Also ich glaube, das hatte ich auf dem Rechner. Ich habe auf der PS4 angefangen, da habe ich, weiß ich nicht, 400-500 Spielstunden gehabt. Und dann habe ich hier auf dem Rechner, glaube ich, noch 200 Spielstunden. Das habe ich ganze Nächte durchgespielt, ja. War zwar jetzt kein perfektes Spiel, gerade der Release, aber trotzdem weiß ich bei Battlefield 1, das ist noch eher mein Setting. Oder ich freue mich richtig, auf so, mal wieder so ein Setting zu spielen. Da weiß ich, ich habe mehrere hundert Stunden Spaß. Da bin ich auch bereit, eine gewisse Summe Geld zu investieren. Ja. Aber wie oft ist man, freut man sich auf ein Spiel, gibt 60 Euro aus und dann ist das nachher nur ein Haufen Scheiße. Also überlegt euch ganz genau, was macht ihr mit eurem Geld. Seid ein bisschen geduldiger. Das wollte ich euch nur mal so ein bisschen mitgeben, meine Gedanken zu den beiden Themen. Und ansonsten hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Ich wünsche euch erstmal alles Gute. Bleibt gesund, lasst ein Like oder ein Abo da. Je nachdem, ob ihr schon eine Weile hier seid oder neu. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut, haut rein. Ciao.